Hallo und willkommen zurück bei FIFA 21 Karriere. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt das Spiel simulieren und dann noch ein bisschen Statistiken und so uns anschauen. Also für die Leute, die nur die Spiele sehen wollen, ist das hier eigentlich eher nichts. Also könnt ihr dann gerne in der nächsten oder übernächsten Folge zuschauen. Weil ich glaube, in der nächsten wird es noch ein Transfersmarkt-Video geben, wo ich mir noch die Leute auf dem Transfersmarkt anschaue. So, Teammanagement. Weil ich brauche halt eben viele neue. Es werden viele verkauft, viele neu gekauft. Und jetzt geht es hier erstmal darum, wieder ein paar jungen Leuten die Chance zu geben im letzten Spiel. Maric. Batz wird in der nächsten Saison verkauft. Dafür wird wahrscheinlich Wagner oder Maric reinkommen. Denke ich mal. Vielleicht lassen wir ihn auch noch eine Saison. Wie alt ist denn Batz? Da sieht man das Alter nicht, ne? Nein, schade. Müssen wir schauen. So, offensiv. Defensiv bringen wir mal ihn für Zeitz. Golei für Pantovic. Grifo. Wer kommt? Friedrich. Der hat auch noch Potenzial. Barilla, rechter Verteidiger für Breitenbach. So. Wir haben keinen Verteidiger mehr. Interessant. Bringen wir Zellner. Und Zwerko kommt für Müller. So, und mit dieser Elf werden wir dann simulieren. Ich wollte eigentlich schnell. Oh Scheiße, ich wollte eigentlich schnell simulieren. Ah, egal. Schauen wir uns das hier mal an, wie es läuft. Und dann, wie gesagt, schauen wir uns noch die Statistiken an und alles. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Er holt sich den Ball. Vielleicht schaffen wir es ja in der Simulation mal zu null zu spielen. Pass auf den Flügel. Ach, Da der geht war die zu, Fahne wohl zu hoch und das steil. war Nein, auch zu Recht. abseits. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät. Keine gute Verteidigung. Der Ballverlust. Ganz energisch. Gute Pässe jetzt. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. So, klasse Pass. Jetzt aber Und da Tor. klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wer heißt. Und damit haben wir den Feitu ersten Yala macht das Treffer. erste Tor. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Werte, Fitness. Hinten stehen sie Werte. kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Leon Jensen. Sieht gefährlich aus. Tor. Tor! Und da zieht er ganz genau in König den macht das Pfosten und drin. 1-1. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Selbst so bekommen wir unsere Den Ball Gegentore. holt er sich. Er ist frei, da kann was draus werden. Gehen wir mal in die Oh, Pech! Offensive. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Leichte Verletzung. Aber das macht ihm aber nichts. Julius Reinhardt. Guter Pass jetzt. Jetzt vielleicht die Flanke. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es. Der Ball geht am Ende knapp König macht bis daneben. jetzt ein Ah, klasse der ist zu Spiel. lang. Den holt sich der Torhüter. Der Versuch war harmlos. Eine 8er Wertung. Leon Jensen. Kommt von uns noch keiner dran. Erstmal rausgefaustet. Ist da schon eine 8-3er Wertung. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel.
Halbzeit. Okay, fortsetzen. Das Wetter wird leider nicht besser. 8,7er Wertung läuft schon. So, dann wechseln wir mal. Jakob darf wieder ran für Köhl. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Und es geht mit Abstoß weiter. Ja, mit einem Unentschieden könnte ich aber auf jeden Fall leben. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Die Chance! Drin Tor. Ist der Ball. Der war auch König mit dem Doppelpack, 9-7er Wertung. 2-1, hier ist noch alles drin. Das gibt's nicht. Mendler, obwohl der will kommen. Vielleicht gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Kommt, Leute. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. 10er Wertung für König. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Moritz Schröter. Wir haben hier nur die B-Mannschaft spielen. Und hat den Ball. Sie hat eben auch mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Minuten zu absolvieren. Gute Aktion. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ganz sicher. Auch. Warte, ein Transfer würde ich sagen. Ein Wechsel haben wir noch. Bringen wir noch ihn hier für Herr rein. Vielleicht bringt es ja was. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Anspiel kommt gut. Könnte der Ausgleich werden. Ah. Fällt das Tor doch noch. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. 6 Minuten sind noch zu gehen. Schön dazwischen gegangen. Ist gar nicht mal so schlecht, aber ja. Soll wohl nicht sein. Jetzt kommt unser Mann mal wieder rein. Aber ein bisschen spät, der kann wohl nicht mehr viel machen. Jetzt müssen sie aufpassen. Den Ball hat er. Ja. Wir haben den Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Gäste haben die. Da ist der Schlusspfiff. Duisburg hat gewonnen. Jetzt bin ich echt auf die Tabelle gespannt. Wir werden natürlich noch ein bisschen vorspulen, dass alle Ligen fertig sind. Saarbrücken Vorstand. Aufgrund ihrer Leistung im Wettbewerb haben wir zusätzlich finanzielle Mittel erhalten. Mit diesen Mitteln können wir das Transfersbudget in der nächsten Saison erhöhen. Preisgeld 1,6 Millionen. Okay, nicht die Welt. So, jetzt gehen wir noch eine Woche und dann schauen wir mal. Was sich getan hat. Uerdingen ist tatsächlich noch runtergerutscht. Das hätte ich nicht gedacht. So, wir haben ja verloren. Duisburg hat gewonnen. Hat leider nicht gereicht. Udaring hat 1-0 gewonnen, wo ist Uerdingen? Uerdingen hat 0-0 gegen Wegen gespielt und sind da wirklich auf den Relegationsplatz gesprungen und Udaring steigt direkt mit uns auf. Interessant. Waldhof hat immerhin nur einen Punkt geholt, Werl auch. Würden jetzt in echt dann runtergehen. Schade, aber wie gesagt, absteigen können sie hier noch nicht. So, dann schauen wir uns mal die Top-Torschützen an. Trimmitsch ist Torjäger. Torschützenkönig geworden. Arp ist Dritter. Beck auch eine Bombensaison gemacht für Magdeburg. Und Pusic, den haben wir ja gepusht. Er hat sich auf Platz 6 eingenistet. Vorlagengeber ist Trimmitsch auch Erster. Gar nicht schlecht. Arp Zweiter und Pantovic Dritter. Da dominieren wir eigentlich alles bei den Vorlagengebern.
Ohne Gegentor sieht es da etwas mauer aus. Wir sind nur auf Platz 14, nur 6 Partien ohne Gegentor. Das ist eigentlich, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Gelbe Karten sind wir, glaube ich, gar nicht vertreten. Da haben wir nicht so viele bekommen. Doch tatsächlich einer, Kuplianski mit 3 Stück. Rote Karten haben wir gar keine bekommen. Und ja, dann war es das auch schon. Jetzt werden wir uns dann natürlich noch die anderen Ligen anschauen. Interesse halber. Aber wie gesagt, immer nur die großen. Kleine interessieren mich jetzt eigentlich nicht. So die Bundesliga. Oh, Gladbach Vierter. Bayern Meister, Leipzig Zweiter, Dortmund Dritter, Gladbach Vierter. Könnte ich so unterschreiben. Wenn es denn echt so ausgehen würde, wäre ich top zufrieden. Wer ist denn abgestiegen? Oh, Schalke hat die Klasse gehalten. Wahnsinn. Union und Mainz. Schade, Union ist echt eigentlich sehr gut drauf. Und Bielefeld muss in die Relegation. Wen haben wir in der zweiten Liga? Hamburg ist aufgestiegen. Mit Düsseldorf und Hannover geht in die Relegation. Und wer geht runter? Braunschweig, Karlsruhe und Regensburg. Schade eigentlich. Hamburg hätte ich doch gerne noch gehabt. So, hier haben wir City, die Meister wurden. Ja, auch interessant, obwohl ein echt Arsenal doch auch sehr federn lässt. Wer ist hier runtergegangen? West Bromwich, Newcastle und Brighton. Oh, warte, Norwich nur Vierter, geht aber auch hoch, aber in der Relegation. Den haben wir Trimmitsch weggekauft. So, Paris Erster, wen wundert's? Marseille Zweiter, Monaco Lille. Interessant. Wer steigt ab? Brest, Dijon und Nims. Serie A, Juve Meister, Neapel Zweiter, Inter Dritter, Atalanta, Roma, die hier nicht mehr dabei sind. AC Mailand, trotz Ibrahimovic nur Sechster, das ist eigentlich enttäuschend. In echt holen sie ja die ganze Liga auseinander und Lazio nur Siebter. Wer steigt ab? Gar keiner hier. Wird gar nicht angezeigt. Gibt es keine Serie B mehr hier? Nein, anscheinend nicht. Hat's hier noch nie eine Serie B gegeben bei FIFA? Das ist eigentlich enttäuschend. Das wäre wirklich sehr enttäuschend. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch Spanien. Da haben wir es. Madrid Meister. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich weggesprungen. Madrid Meister und mit einem deutlichen Vorsprung muss man sagen, Barcelona. Ja, keine großen Überraschungen. Huesca, Elche und Real Valladolid steigen ab. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Jetzt geht es bei uns natürlich dran an die Kaderplanung. Ich kann hier leider, ich weiß gar nicht mehr, kann man hier noch schauen, wie sich die Leute verbessert haben? Im letzten FIFA ging das hier, glaube ich, nicht. Ja, Jannike wollen alle haben. Das fängt aber erst nächste Saison an. Dann wird hier ausgemistet. Ah, oh. Upala. Entschuldigung, ich habe total die internationalen Wettbewerbe vergessen. Das wäre jetzt peinlich geworden. Pokal etc. Benevento. Ah, das europäische Dings. UEFA Superpokal hat Bayern gegen Sevilla gewonnen. Finale steht noch, okay, Finale steht noch nicht fest, wer gewonnen hat. Dann spulen wir mal noch ein bisschen weiter. Wir würden gerne wissen, ob Sie Interesse und Zeit hätten, ja, das haben wir schon, Neuseeland zu übernehmen. Im Mannheim finden Sie die Einzelheiten zu dieser Offerte. Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung mit. Ja, werden wir machen. Der erste Nationaltrainervertrag. Wir werden es aber nur nebenbei simulieren. Mich interessiert es nur, wie es halt eben dann so weitergeht. Das interessiert mich halt eben doch sehr. Also wie es auch bei den Länderspielen aussieht. Das, wie gesagt, das werden wir einfach nur simulieren. Mehr wird da nicht gemacht. So, vielleicht jetzt. Oh, warte, hier haben wir noch Aufstiegsplayoffs. 2-0 für Uerdingen.
Champions League hat Real Madrid gewonnen gegen Liverpool 3-1. UEFA Cup hat Real Sociedad gewonnen. Interessant. Gegen Arsenal. Hätte ich jetzt Sociedad gar nicht zugetraut. Und dann war es das auch schon. Da sieht man hier kein DFB-Pokal. Das ist schade. Vielleicht nur, wenn wir drin sind. Rückkehr ausgeliehener Spieler. Ah ja, hier geht es ja schon weiter. Das hat sich FIFA gerade aufgehangen. Nein. Die Ausleihe von eines Schädel von ist beendet. Der wird zurückkehren. Entwicklungsphase von. Hallo Gaming. Bösel. Ja, wir werden jetzt, wie gesagt, schauen. Wir gehen jetzt in die nächste Saison rein. Der Vorstand ist außerordentlich zufrieden mit ihrer Leistung. Okay, wir gehen weiter. Und wie gesagt, der Fußball ist wieder da. Am Beginn jeder neuen Saison sind alle voller Hoffnung und Träume. Was bisher geschah, zählt nicht mehr. Wir konzentrieren uns nur auf die Zukunft, auf das, was wir erreichen werden. Das erste Spiel einer neuen Saison ist der erste Tag unseres restlichen Fußballerlebens. Ja, wie gesagt, jetzt wird es dann noch eine Folge mit den Transfermärkten geben, weil da muss ich jetzt viel machen. Weil es werden viele Leute ausgemustert, es werden viele junge neue geholt. Weil, wie gesagt, so Ü30, je nachdem, was für Spieler das halt eben sind, will ich halt eben nach Möglichkeit loswerden eigentlich. Mit der Torwartfrage werden wir mal noch schauen, ob wir da Batz noch behalten, vielleicht auch Früchtel holen. Matic bleibt erstmal nur Reserve. Ich weiß nicht, ob ich dem das schon zutrauen kann. Auf jeden Fall können wir jetzt auch mit Neuseeland zwischendurch kicken. So, Vorbereitungsturnier. Werden wir natürlich annehmen, aber auch simulieren. Wir holen das teuerste mögliches Preisgeld. Sind eigentlich alle gleich schwer. Von daher, das, wo am meisten Geld rauskommt, das wird wie gesagt nur simuliert. Und ja, wichtige Infos zum Transfermarkt. So. Und wie gesagt, jetzt müssen wir einfach nur schauen. Verträge werden wieder verlängert. Batz. Ja, bei Batz ist halt eben die Frage, verkaufen wir ihn oder nicht? Wir haben jetzt 5 Torleute. Einer muss mindestens gehen. Eigentlich sogar 2. Also ich denke, ihn hier werden wir verkaufen oder verleihen. Und Batz werden wir auch verkaufen. Maric übernimmt dann, wo er noch ziemlich jung ist. Vielleicht übernimmt auch Wagner. Aber wir gehen einfach mal auf volles. Ja, wir schauen einfach mal. Wir verlängern mal. Ja, da. Verlängern wir gerade mal hier noch und dann, wie gesagt, geht es in der nächsten Folge weiter. Dann schauen wir uns alles an, wen wir ausmisten, wen wir behalten. Akzeptieren. Gegenangebot 2 Jahre mindestens. Freigabesumme übergehen. Oh, und ich hasse es, wenn wir selber das Gehalt angeben müssen. 1.300. Was? Ja, Batz ist wohl beleidigt. Naja, dann machen wir halt eben hier weiter. Jetzt habe ich ihm 100 weniger geboten. Oh, gut, wir sind aufgestiegen. Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr bieten sollen. Aber man versucht ja immer ein bisschen was rauszuholen. Deshalb mag ich es eigentlich, wenn die Gehaltsvorstellungen vom Spieler selber kommen. Ja, der möchte schon ein bisschen mehr, aber egal, wir geben es. Und da verlängern wir mal noch mit Müller. Der bleibt ja noch ein Jahr mindestens. Ist ja noch 29. Wie gesagt, so 30 ist eigentlich die Marke, obwohl als Torwart, wie gesagt, kann man da Abstriche machen. Als Torwart kann man da drüber nachdenken. Aber das ist gar nicht der Müller. Oder?
So, und wie gesagt, jetzt werden wir halt eben schauen, dem Alter entsprechend, wen wir loswerden, ihn hier auf Leihliste, auf Transfersliste setzen. Den können wir eigentlich verhökern. Dann hätten wir noch drei Torwarte. Ja, ihn auf Transfersliste setzen. So, und das werden wir dann in der nächsten Folge, werden wir dann da weitermachen, würde ich sagen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Wir schauen uns gerade mal noch die Ziele an, die wir diese Saison haben. Wo sind die? Nachwuchs. Verpflichte mindestens zwei Spieler unter 20 mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert aktuell schreitet. Verpflichte einen Spieler in der Jugendakademie. Da müssen wir mal schauen, ob wir da noch einen haben. Ist aber niedrig, ist nicht so wichtig. Verpflichte einen Spieler, die nicht aus Europa stammen. Müssen wir auch schauen. Mittelfeld belegen. Und in den letzten 16 Finanzen. Verkauf zwei Spieler, verpflichte zwei Spieler. Das ist das, wenn vollständig ausgegebenen Transfersbudget. Jesus, haben die hier komische Ziele. Aber ich denke, wir werden das auch noch in den Griff bekommen. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.